Wie war es? Das ist jetzt heute das große Thema, wo wir natürlich auch gerne in die Tiefe einsteigen möchten und Ihnen gerne unser neues System auch vorstellen möchten. Wolfgang, wenn ich das jetzt gerade mal so sehe, wie war es? Ein System, zwei Technologien. Dann kommt bei mir natürlich gleich mal die Frage auf, warum haben wir denn hier gleich zwei Technologien in unserem System drin? Und zugleich, vielleicht darf ich auch noch eine zweite Frage gleich noch mit reinwerfen. Worin unterscheidet sich das Vivare-System von den eben schon bekannten Lichtmanagementsystemen am Markt? Gut, zwei Fragen. Versuche ich kurz und schmerzlos zu beantworten. Wir haben zwei Systeme, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Wenn man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen, typischerweise aus dem Projekt heraus. Wie kann ich eine Beleuchtungslösung bestmöglich realisieren? Bin ich in einem Neubau, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Ich kann komplett neu verkabeln, ich kann komplett neue Infrastruktur aufsetzen. Dort bietet sich zum Beispiel eine drahtgebundene Lösung an. Bin ich im Renovierungsfall, Modernisierung, habe ich schon eine vorgegebene Infrastruktur? Ist es viel, viel leichter, wenn ich ein drahtloses System nutze, denn dort kann ich schon die Stromleitungen weiterhin verwenden. Ich habe schon meine Stromversorgung zu den Leuchten hin. Ich kann die Leuchten austauschen zur neuesten Generation und kann dann ein drahtloses Steuersystem ergänzen und habe somit die bestmögliche und die effizienteste Art, eine Beleuchtungslösung zu realisieren. Sprich, je nach Nutzungsfall ist einmal die drahtlose Technik zu bevorzugen und einmal die drahtgebundene. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Gut, wie war es, Dali? Wie sieht es jetzt dann mit unserem Aufbau von unserem Lichtmanagementsystem aus? Also wir wissen, auch Dali ist ja grundsätzlich für die Bürobeleuchtung erste Wahl. Natürlich gibt es auch noch weitere Anwendungsfelder, aber für den Büro ist einfach Dali weitgehend gesetzt. Und es gibt einfach auch gute Gründe, weil ein Kabel ist ein Kabel und wenn ich eine solide Steuerleitung verlegt habe und die richtig angeschlossen habe, dann ist die Signalübertragung einfach super stabil und auch sehr schnell. Latenzzeiten spielen keine Rolle. Also es gibt sehr, sehr gute Gründe nach wie vor für Dali, was uns eben auch dazu bewogen hat, auch ein Dali-System in unsere Vivares-Familie zu integrieren. Dennoch ist es jetzt nicht die ganz große Revolution, sondern es ist tatsächlich mehr die Evolution, die wir hier spielen. Und das sehen wir jetzt hier auch in der Systemdarstellung. Wir haben eben das, was wir schon hatten, alles ein Stückchen besser gemacht und auf den DALI 2 Standard gehoben und glauben, damit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und können ein sehr gutes Angebot eben auch dem Markt hier eben bieten. Wir haben den neuen Controller DALI Pro 2 IoT, auch wieder Lichtsteuerfunktion kombiniert mit einer Gateway-Funktion. Wir haben ein sehr umfangreiches Portfolio an DALI 2 Leuchten und wir haben Sensoren, reine Bewegungsmelder, aber auch eben Licht- und Bewegungsmelder kombiniert und entsprechende Tasterkoppler, all das im Angebot. Und was sicherlich auch erwähnenswert ist, eine neue Art der Konfiguration, weniger expertenorientiert, mehr intuitiv in der Ausführung, viel mit Drag and Drop, browserbasiert, also einfach das, was die Technik heute ermöglicht. Und das ist quasi das Gesamtpaket Vivares DALI. Gut. Hier sehen wir auf der nächsten Folie bereits die Einstiegsseite für die browserbasierte Inbetriebnahme, denn es lohnt sich sicherlich, hier auch etwas mehr im Detail einzugehen. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder die Rückmeldung, oh, die DALI-Programmierung ist schon komplex und kompliziert, ist nicht das, wo ich mich so wirklich wohlfühle, wo ich mich sehe als Nutzer. Und deswegen wurde es radikal vereinfacht. Das ist das Einstiegsfenster, das heißt auch hier gilt wieder ein Passwort setzen, einen Account definieren und dann kann man hier wirklich dann sehr leicht und intuitiv entsprechende die Programmierung vornehmen. Um das zu veranschaulichen, haben wir auch wieder entsprechend etwas vorbereitet und das lassen wir jetzt einmal ablaufen. Also wir sind jetzt hier auf der Startseite in unserer browserbasierten Konfigurationssoftware. Wir legen hier ein entsprechendes Projekt an, Create New Project. Dort kann man dann auch entsprechende Detailbeschreibungen schon hinterlegen. Und dann kommen wir hier in den ersten Screen. Hier kann ich mir Räume wieder per Drag and Drop aus einer Liste von Vorlagen herausziehen.
Jede Vorlage hat hier eben spezifische Definitionen, zum Beispiel für kleine Räume, für große Räume, für Executive Offices, hier der Chefetage etc. Dann sehen wir schon, wir haben rechts eine Liste an Produkten. Das sind genau die Produkte, die mit dem entsprechenden Steuergerät verbunden sind. Diese werden sofort hier aufgelistet. Und ich kann mir ein Gerät nach dem anderen oder eine Leuchte nach der anderen heraussuchen. Ich klicke diese an, ich bekomme die optische Rückmeldung, weiß sofort, okay, das ist die Leuchte X, das ist die Leuchte Y. Ich markiere diese entsprechend und habe so eine sehr einfache Art, entsprechend die Produkte eben zu identifizieren. Sobald diese Identifikation abgeschlossen ist, geht es eben darum, die entsprechenden Produkte meiner Raumplanung zuzuordnen. Das mache ich einfach per Drag and Drop, die Produkte, die ich vorher gesehen habe. Die Leuchte kommt in den Raum A, die nächste Leuchte kommt in den Raum B. So mache ich das eben einfach hier per Drag and Drop. Wir sehen es jetzt hier noch einmal. Ich kann jetzt auch im Nachgang natürlich meine Raumvorlage entsprechend umbenennen. Und dann wieder entsprechend die Produkte zuordnen. Was man auch sieht, wenn ich ein Produkt einmal zugeordnet habe, verschwindet es aus der Liste, um einfach hier Doppelzuordnungen zu vermeiden. Denn logischerweise physikalisch kann ich eine Leuchte, ist nur in einem Raum, somit kann ich diese nicht verschiedenen Räumen zuordnen. Danach kann ich noch weitere Detaileinstellungen vornehmen, so wie ich es eben haben möchte, Sensoren, Tasterkoppler entsprechend schon vorprogrammieren und so kann ich sehr schnell meine Gesamtprogrammierung abschließen. Dann drückt man den Sync-Button und automatisch wird die gesamte Konfiguration aus meinem Programmiertool auf das Steuergerät übertragen und die Programmierung, der Programmierungs- und Inbetriebnahmeteil ist praktisch abgeschlossen. Ja, ist auf jeden Fall sehr rund, simpel und einfach. Ich würde mal sagen, ich habe es jetzt auch verstanden. Vielen herzlichen Dank für deine Übersicht. Magst du vielleicht dann trotzdem, also wir haben natürlich jetzt gerade auch über Darlehen eine Menge da auch nochmal gehört, hier die wesentlichen Vorteile nochmal zusammenfassen? Sehr gern. DALI, die Evolution, alles auf DALI 2 Standard. Das neue Steuergerät unterstützt bis zu 128 Leuchten über zwei Kanäle. Plus zusätzlich 126 Eingabegeräte. Wie gesagt, alles DALI 2, ein umfangreiches DALI 2 Leuchtenportfolio, ein umfangreiches Portfolio an Sensorik. Alles für den Hauptnutzungsfall Bürobeleuchtung, inklusive büronahe, öffentliche Gebäude etc. Plus die IoT-Fähigkeit für Updates, Fernwartung etc. Also hier auch ein zukunftssicheres System.